Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Joy and Pepper. Diesmal wird es sein Greener Grass Awaits. Und soweit ich weiß, geht es in dem Spiel um Golf. Da hört's auf. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Golf-Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber wir starten einfach mal das Spiel und... Ja. Show's Party. Boah, keine Ahnung. Nämlich... Boah, Alter. Laut. Golf is loading. Mouse to look, press E to interact with when hand icon visible. Scheint ja simpel zu sein. Enter the club. Kann ich rennen? Ich kann rennen. Rennen ist immer gut. Green Canyon Golf. Ne, obwohl Rennen ist nicht immer gut. Wenn wir rennen können, heißt das, wir können von irgendwas wegrennen. Oder? Obwohl wir konnten bei Horror Noodles auch rennen und das hat nichts bedeutet. Try again? Find somewhere to jump fence. Oh. Sind wir hier überhaupt erwünscht? Kurze Frage. Ja? Ich frage jetzt mal für einen Freund. Dürfen wir da überhaupt auf den Golfplatz? Ich meine das jetzt ernst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns hier in den Golfclub irgendwie so ein bisschen einschmuggeln wollen, weil Green Canyon Golf Club ist ja gesperrt. Sind die Enemies, die wir... Wir könnten Enemies aktivieren. Ich glaube, hier müsste das gehen, oder? Ja. Vielleicht sind die... Is the ball slowly rolling down a hill? Place the bag in front of it to bring it to a halt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht auf dem Golfplatz andere Golfer als Feinde haben. Hm... Mal schauen. Start Hole in One. Ein Hole in One oder Start One? Eieieiei. Hole One. Welcome to the beginning of the Green Canyon Golf Course. We hope you enjoy the experience. Please remember, no golf carts are allowed due to the sensitive environment. Par 2. Press Tab to brush upon golf skills. Oh Gott. Chapter 8. The video game method. If the last chapter didn't help, try this. Sunlight deprived learners may benefit from tried and true method. Press R to drop bag. Use E to select appropriate club. Press E to place bag on T. Press E on ball to enter golf. A and D rotate around the ball. Press shift to go fast. Control to go slow. Right click to see guide and adjust track. Trajectory for the driver club. Click and drag with the left mouse button to swing. Speed matters. Press E to leave golf mode and retrieve your bag with R. Don't forget it. Some pro tips for the gamers out there. Ball slowly rolling down a hill. Place your bag in front of its path. Make sure no one sees it. Don't move the mouse up or down too much while swinging. Your shots will be inaccurate otherwise. Okay. Also, das brauche ich, glaube ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da und da, keine Ahnung. So, und jetzt, nein, warte mal, nein, so, hä, wie jetzt? Ich, keine Ahnung. Boink. Ja, nee, das war ein Satz mit X. Also. Ich so. Budusch. Das ist irgendwie peinlich. Kann man nicht irgendwie... Ist das überhaupt der richtige Schläger dafür? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist der falsche Schläger dafür. Ich muss mal ganz kurz zurück. Wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, ne? Das merkt man schon bei der Auswahl der Schläger. Mist. Nein.
Stopp! Stopp, 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 stopp. Also. Oh, das wäre fast wär's. You already dropped my bag. Ah, toll. I need my putter. Was? Brauchst du? Muss ich da wieder hinrennen? Passt, also der dickere Schläger, den ich jetzt dabei habe, das ist der. Warte mal kurz mit. I can't look away while grabbing my bag. So. Ja. Ja, okay. Ich glaube einfach, der Horror an dem Game ist Golf an sich. So. Oh, das brauche ich. So. Das sieht so einigermaßen gut aus, glaube ich. Und, ja, knapp daneben ist natürlich auch kompletter vorbei, würde ich mal sagen. Kompletto. Five Shots over. Ey, hat das jemand gesehen? Nein? Na, dann würde ich mal sagen, war's das. Danke, tschüss. Okay, probieren wir den ganzen Quatsch nochmal von vorne. Wir schaffen das. Bin der bester Dinge. Ja, ich meine, das war jetzt nur zum Warmwerden. Wir wollten jetzt erstmal gucken, ob das hier alles so funktioniert, und das funktioniert. Also, da ist okay. Ja, ja. Das nehmen wir uns mal. Da drauf? Nein? Können wir nichts mehr machen, oder was? Ach Gott. Na dann halt nicht. Dann gehen wir halt zum nächsten. Ich meine, wenn ich Five Shots over bin, dann ist das doch vorbei, oder nicht? Retrieve the... ja. Ich verstehe. Start hole 2. Man muss den Ball wieder einsammeln. Man macht ja irgendwie Sinn, aber... Did you know, Green Canyon was opened in 1982. The land was almost going to be used as open space before it was developed for a world-class golf course. Toll, damit haben sie der Welt einen super krassen Gefallen getan. Ich, ja, verstehe. Das brauche ich. Okay, wir müssen da hinten hin, glaube ich. Das anwählen. Und badam. Das sieht sogar irgendwie vernünftig aus. Ich bin begeistert. So. Ich nehme mal trotzdem noch den hier und darf aber nicht zu viel. Also das heißt, ich muss jetzt hier... Nee, warte mal, das geht gar nicht klar. Na, okay, ich habe mich jetzt nicht so ganz getraut, ne? Ich war schüchtern. So. Wow. Okay, das hat so gut angefangen. Und jetzt lasse ich nach. Boah, komm. Es wird ja noch schlimmer. Gut. Triple Boogie. Whatever. So, her damit. Start Hole 3, ja, von mir aus. Komm. So, einpacken. Was für eine Schmach. Aber das Einzige, was ich kenne, ist Hole in One. Das ist, wenn man abschlägt und auch gleich ins Loch eintrifft. Das ist ein Hole in One. Do our tree seem unique? We've imported saplings from Europe in order to give Green Canyon a distinct look. No one cares. Absolutely no one. So,
Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da hinten irgendwo. Egal, ganz kurz mal. Da fange ich an, dann macht so einen leichten. Aha. Ich brauche jetzt den da. Dann brauche ich das, glaube ich, irgendwie. Und das müssen wir. Bam! Und voll vom Kurs ab. Genauso mag ich das. Ja, ich darf nicht weggucken, weil er kann sich das nicht schnappen, wenn er nicht hinguckt. Ach Gott. Jetzt bin ich auf so einer dreckigen Fläche. Ich glaube, das ist dann irgendwie viel schwerer, den Ball irgendwie abzuschlagen, kann es sein. Der Busch war da vorher nicht. Ihr habt auch gesehen, der hat sich gerade im Weg gestellt. Er wollte uns sabotieren. Der will halt nicht, dass wir so schnell fertig werden. So, das ist dann der hier. Und da müssen wir hin. Ja. Drawing Paper der Golfprofi, ich sag's euch. So. Na, den werde ich ja wohl reinkriegen, oder? Also komm. Ich fass das alles nicht. Mein Gott. Okay, gut. Es ist übrigens gar nicht so leicht, wie es aussieht, ja? Double Boogie, ja. Mir soll's reichen. Hey, the course is closed. Heißt? I know. I didn't know. Well, it is. So you should get going. Probably. I know. I'm getting out of here. Don't break anything. Ich gehe mal weg, ja. Tschüss. Ist jetzt sauer, wenn ich einfach weitermache? Ah. Golf is loading. Irgendwas wird hier noch passieren. Starthole. Oh, ey, das ist jetzt so düster. Wer macht denn das hier bei Nacht? Da siehst du ja kaum noch was. So, das Wasser. Gut, durch Büsche laufen ist nicht die beste Idee. Watch out for the middle of this course. As the land slopes into the water, more golf balls can be purchased at the clubhouse. Warte mal, das macht nach rechts so eine Biegung. Das heißt, wir müssen jetzt echt aufpassen. Ja, wir müssen jetzt auch natürlich auch noch die Windrichtung berechnen. Das ist von da oben. Okay, ja, passt. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mache. So, und... Irgendjemand? Nein? Nein, das wollte ich doch nicht, Mensch. Ach Gott. So. Wo ich denn jetzt hingespielt? Gott. Bin ich völlig durcheinander. So, den brauche ich. So, wo ist der Ball jetzt hin? Ist er das? Da ist die Fahne, okay. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, das soll jetzt nicht ein super akkurater Golf-Simulator sein, sondern einfach nur irgendein Horror-Game.
Triple Boogie. Ja, wird schon wie passen. Start Hall 5. Ich mag es kaum zugeben, aber es macht Spaß. Ich meine, ich kenne mich nicht aus und ich habe auch nicht unbedingt die krassen Überskills und das ist auch sicherlich dafür gedacht, um hier lauter Hole-in-Ones zu machen. Aber, oh je. Please be careful. For safety reasons, we ask that you do not shoot over the cliff wall. So, kann man da mal hier die Gespenstermusik ausmachen? So, das muss ich wieder einsammeln. Ah, wo ist der Ball? Da ist der Ball. So, jetzt muss ich da hinten hin. Ja, wo habe ich denn jetzt hingeschossen? Das ist ja voll ab vom Ziel hier gerade. Wo ist die Fahne, Alter? Hinten, achso. So, und jetzt haben wir hier auch eine Übersicht. Part 2, 3, 4 und... Okay, das sind die Holes. Das ist, was wir machen sollten und das ist, was wir machen. Oh Gott, sind wir schlecht. Mies. Da hinten ist die Fahne. So. Wieder einsacken und weiter. Oh, das ist dunkel. Oh. Okay. Das hätte, glaube ich, nicht passieren sollen. Mein Ball. Wo ist mein Ball? Ah, hier. Ich weiß, das ist irgendwie... Ich schockieren sollte, aber er liegt leider auch im Weg so ein bisschen. Okay, muss ich um ihn rumspielen. Nein, 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 das war zu doll. Mann. So. Kann ich ihn irgendwie nehmen? Vielleicht so als eine Art Barriere? Ja, es war zu schwach. Five Shots over Start Hole 6. Naja, gut. Ich weiß, es müsste mich jetzt gerade irgendwie voll betroffen machen, dass der da liegt, aber... Ah, man kann den waschen. Auch nicht schlecht. Gibt es sowas wirklich, so eine Maschine? Hätten wir nicht noch eine Taschenlampe mitnehmen können? Ja, da hat was geknistert, ich weiß. Ich hätte verfolgt. Aber ich will Golf spielen. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Monster, Mythen, Mutationen. Darren's Lawn and Landscape too expensive. Homes only out of range. Overbooked. Wiener Grass specialties in large remote areas. Not many reviews. Bizarre ad. Aha. Greener grass, do you live in a rural area? Is your grass turning yellow? Contact us today for a free consultation. We're excited to get to work. Okay, cool. Ich habe sicherlich irgendwas gerade nicht mitbekommen. Ah,
Hey, ich will auf die nächsten Kurse. Ah. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Hier ist ein Zaun. Komme ich überhaupt noch weiter? Nö. Hier ist auch abgesperrt. Mal sagen, es ist hier mehr oder weniger eine Sackgasse. Kann das sein? Sag mal, check ich irgendwas nicht? Liegt der da noch? Okay. Das habe ich benutzt. Boah, gib mir doch bitte irgendwie eine Taschenlampe. So, und das endet dann irgendwann nichts. Okay, das ist jetzt... Ah, das ist der Weg. Ich habe ihn gefunden. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, zurückzugehen. Da stand nichts mit Return zu irgendwas, sondern Get to Hall Number 5 oder 6, ne? Also das ist jetzt irgendwie... Na gut. Start Hall 6 und die Musik wird immer geiler irgendwie. Als wäre ich in einem schlechten Zombie-Film oder so. Each golf ball that enters the water will cost an additional fee for recovery. Please do not try to retrieve the ball yourself. Hole number 6. So. The ball cannot enter the water. Ach Gott, ich habe jetzt zu stark. Ach Gott, jetzt habe ich zu stark, weißt du? Sonst kriege ich das nicht auf die Kette mit dem Ball und jetzt habe ich es ins Wasser geballert. Jetzt war es wieder zu schwach, oder? So. Bitte nicht ins Wasser rollen. Nicht ins Wasser rollen. So. Es ist so unheilvoll, die Musik. Nicht so weit, nicht so weit, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser rollen. Nicht ins Wasser rollen, ich sag's dir. So. Mist. Ja, das war jetzt auch nicht so geil, aber sei es drum. Mir geht es nur darum, dass wir das irgendwann mal einlochen, das Ganze. Knapp daneben ist immer wieder auch da vorbei. Four shots over, start Wall 7.
hier einfach irgendwie anfängt, Golf zu spielen. Oh, Kacke. Be careful if the weather is windy. Please use the convenient handrails that we've recently added to each bridge. Aha. So, das mache ich jetzt hier mit vollem Karacho, sage ich euch. Ha? Bleibt mal jetzt geschmeidig. Die Musik ist echt cool. Sorry, aber die ist wirklich gut. Bleibt er liegen? Er bleibt liegen. Bin begeistert. Boah, hab ich ein Glück. Ich ein Glück. Im Unglück. Und da war es vorbei. Achso, wir starten wieder von hier. Oder wie? Nein. Was? Blöd, würde ich sagen. Blöd, blöd, blöd. Also. Wir fangen wieder von hier an. Ich glaube, dafür hat er nicht genug Power irgendwie. Oder ich mach's falsch. Kann auch sein. Gar nicht mal so abwegig. Also. Mann, 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 Mann. Ja, dann machen wir das so. Wir gehen jetzt erkennen. Wir machen das jetzt so, dass wir uns einfach hier Stück für Stück durcharbeiten. Es scheint ja nicht zu gehen, dass der Ball irgendwie bei der Reling da. Nicht Reling, also bei den Halterungen da. Darüber rollt. Ich mach das jetzt so, sonst sitze ich hier morgen noch da, glaube ich. So. Nein, 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 nein. Mein Bag holen, das geht so nicht. Mein Beutel darf hier nicht stehen bleiben. Dum, 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 dum. Mir fällt jetzt einfach echt nichts Besseres ein, wie ich den Ball da rüber kriege, ohne ständig den Wasser zu versenken. Weil ich ja mal wieder von vorne anfangen muss sonst. Mir soll es egal sein, wirklich. So. Ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht die Art und Weise, wie man es machen sollte. Aber ich will einfach nur, dass er ans Ziel geht. So, bleibt da liegen. Jetzt müssen wir da noch rüber und dann haben wir eigentlich den gröbsten Teil hinter uns. Eieieiei. Kann man auch eigentlich zu sehr drüber sein und dann einfach automatisch verlieren? Der Groß ist halt echt nicht so einfach. Das. Ja, ich weiß, ich bin einfach echt nicht gut.
Jetzt bleib doch mal stehen, Ball. Mann. Du musst einfach nur rein. Das ist alles, was passieren muss. Ja. Mir egal. So. Geschafft. Das Problem ist halt einfach, wenn ich jetzt hier bei diesem Parcours, wenn ich da jetzt versucht hätte, das immer auf die Flächen zu schießen, ich glaube, das wären so viele Anläufe geworden. Und so habe ich jetzt halt einfach ein einziges Mal versucht, die über den Boden zu rollen. Ja, es hat länger gedauert, aber wir haben es halt schnell hinbekommen. Das ist so viel verschwendeter Platz für den Blödsinn. Boah, ich fühle mich gerade so verfolgt irgendwie. Und die Musik hilft nicht. Und warum war der Typ überhaupt tot? Fragen über Fragen. So, haben wir jetzt den Wasserblödsinn hinter uns? Ich hoffe doch. If you need to return to the clubhouse, a shortcut back will be available just beyond this hall. Refreshments are available. Hole number 8. Ja, passt schon. Jetzt wissen wir ja, wir sind ja schon voll die Pros. Okay, da hat er natürlich voll verkackt. Und wir haben insgesamt 12. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir noch. Na komm. What? Oh, look but don't stare. Na dann. Gut. Look but don't stare. Ich hab nicht ges... Was? Alter. Es hat so stark angefangen. Jetzt kommt halt diese Kacke mit dem... Man kann es irgendwie schaffen, aber es ist einfach echt ätzend. Außerdem, warum sagt er mal der Position, das einer? Ich hoffe, es bleibt bei dem Idioten. Bleib weg. Ja, da bin ich ja richtig weit gekommen. Mann. Könnte der Ball jetzt aufhören, ständig wieder zurückzurollen? Also. Ich hau dir den Ball gleich in die Fresse, wenn du nicht aufhörst, mich zu verfolgen, wirklich. Was ist, hä? Mann. Thank you.
Wo ist der Ball hin? Hey, geh weg. Du sollst weggehen. Du sollst weggehen. Gehst du weg? Aber... Bitte... Oh, du bist definitiv zu nah. Jetzt traue ich mich kaum noch. Habe ich den schon wieder blöd da stehen? Mann! So, jetzt bleibst du bitte da. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Die besten Dinge. Nicht mehr so besser Dinge. Was war mit dem denn jetzt nicht in Ordnung? Geht das jetzt auf jeder Rasenfläche so weiter oder wie? Alter. Der hat mich jetzt aber echt mal genervt, der Typ. Golf is loading. Ja, wenn da jetzt noch mehr kommen und ich muss jetzt da irgendwelche Sachen machen und da mehrere Leute irgendwie positionieren, das wird dann schon ein bisschen toll. I'm green for golf. Golfing is my fun time. Golf, if they don't like... Was? To golf? I love golf. I still want to golf. I'm green for golf. Golfing is my fun time activity, lifestyle. About me and golf. Nothing better than golf. I still want to... Okay. Ja, ja, okay. The following courses pass under the entry bridge to this island. Please do not climb upon any part of the bridge. Bin ich jetzt nur geradeaus, oder? Ja, relativ. Warum lädt denn der so viel? Das ist die Brücke, oder? Ich hab voll gegen die Brücke geschossen. Mist. Ja, das hätte man auch irgendwie anders planen können. Lassen Sie uns jetzt in Ruhe oder kommt jetzt wieder irgendjemand, der mich beobachtet? Saying. What are you still doing here? Who are you? I'm golfing. A golfer. Well, stay away from the caddy house. It's bad. I'm not done. I'm fantastic. Well, I'm going. Hä? Kann es sein, dass wir ein bisschen gestört sind? Wir sind ein bisschen gestört, kann es sein?
wir haben so einen Typen, der uns da irgendwie das Gesicht aufreißt, gefühlt. Dann haben wir jemanden, der uns warnt. Und während wir da vor den Film schieben, ist es so, dass er dann so mitten reinredet, von wegen, sind sie in Ordnung? Und der so, ja, fantastic. Okay, naja, gut. All 10, our beautiful course is accompanied by a beautiful gift shop inside of the club. Where we'll sell decorative golf balls, snow globes and clothing. Gut, das Ganze nimmt jetzt hier eine Kurve. Okay, mal nach links, oder? Ja, egal, wir hauen jetzt erstmal voll drauf, wie immer. Badusch! So. Ball, bitte roll jetzt nicht einfach ins Nirgendwo, bleib da liegen. Das wäre jetzt echt cool. Oh Gott. Geht da schon wieder los. Bleib mal kurz da. Oh, wo hab ich denn geschossen? Mist. Hey. Hey. Denn hingeschossen, Mann? So, bleib mal da. Nein, falsch. Die will ich haben. Ist der nah. Oh Gott, den habe ich ja schon wieder irgendwo am Arsch der Welt hingeschossen. Wird immer schlimmer. Bleib mal da, bleib da. Bleib immer noch da. Boah, Alter. Jetzt schon wieder hingeschossen den Ball. Wo ist der? Jetzt hör mal auf, hinterher zu laufen. Hallo, hör auf, hinterher zu laufen. Wo ist der Ball? Oh Gott, wo hab ich denn den schon wieder hingehauen? Guck mal kurz hier, wo ich dich sehen kann. Genau, und da bleibst du jetzt bitte auch. Jetzt versuche mich irgendwie ein bisschen zu konzentrieren. Bleib da. Nimm doch mal den Golfschläger. Tasche stehen lassen sollen. Bleib da. Boah, der ist zu nah. Und ich muss ihn jetzt irgendwie hier hinkriegen. Mal lässt er aber nicht ab. Verstehe. Geh weg. Boah, geh weg.
Bleibt der jetzt, oder wie? Der bleibt jetzt. Ey Gott, geh doch mal weg, Mann. Ja. Yeah. Der, ja, ja, ist okay. Ich hab verstanden. Wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er weg. Hätte er nicht eigentlich abhauen müssen? Was ist mit den komischen Typen? Oder ist er? Ernsthaft jetzt? Wo ist mein Ball? Jetzt habe ich schon zwei am Arsch. Nichts Besseres zu tun irgendwie gerade? Das ist echt ein bisschen ätzend gerade. Ich weiß nicht, wer jetzt gedacht hat, dass es geil wäre, wenn jetzt irgendwie die ganze Zeit wir verfolgt werden von irgendwelchen Idioten und die uns die ganze Zeit dazu zwingen, uns zu orientieren. So, ich hau schon mal ab. Oh, das war perfekt. Nah dran. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch darüber. Alter. Ey, sorry Leute, aber könnt ihr mal bitte ein bisschen Abstand? Abstandregel. Hallo. Nah dran. Look but don't stare. Okay. Versuchen irgendwie umzupositionieren, dass sie halt ein bisschen länger irgendwie weg sind von mir. Darf halt nur nicht hinstarren, weil sonst ist halt Kacke. Also als der erste weggerannt ist, habe ich das irgendwie cooler gefunden, als dass die mir jetzt immer noch folgen.
nicht, weil die so schnell sind, die Idioten. So geht das nicht. Ja. Ich glaube, wir die ganze Zeit im Kreis. Warte mal, ich bin ja blöd. Ich habe euren Schatten gesehen. Oh, Beine in die Hand. Beine in die Hand. Schnell. Oh Gott, jetzt bin ich fast ins Wasser gelaufen. Lauf! Nicht Stern. Den. Sie gern dich hier stehen. So. So, kriegen das hin. So, jetzt bräuchte ich kurz hier. Sehen kann. Oh mein Gott. So, haben wir sie jetzt abgewehrt oder? Ich habe eine Weile erstmal irgendwie so ein bisschen nicht gewusst, was ich sagen soll, weil einfach das mit dem, dass da jetzt plötzlich zwei waren, war jetzt ein bisschen viel. Ich meine, wenn man es dann raus hat, ich meine, wenn es zwei sind, man muss sie einfach nur an eine Stelle kriegen und dann agieren sie sowieso irgendwie als einer, aber das muss man erstmal hinkriegen. Start hold 12, I love golf, bla bla bla. Ist alles schön blutrot, das ist natürlich genauso wie es sein soll. Und wahrscheinlich haben wir jetzt wieder den Stress, dass wir... The Caddy House at the end of this course has refreshments, general course services and restroom facilities. Das heißt eigentlich ganz einfach, aber wahrscheinlich wieder mit mehreren Feinden, die versuchen hier uns aufzuhalten. Oder vielleicht sind es einfach nur andere Leute, die versuchen einen hier wegzukriegen und wir hauen die ganze Zeit unschuldigen vielleicht mit dem Golfschläger den Kopf ein oder so. Wer weiß das schon. So, gut. Machen wir den Startschuss fürs gejagt werden. Boah, hör auf weiterzulaufen. Glaubst du, ich bin bescheuert und sehe das nicht? Hier hinstellen. Hier hin. Hierher. Kommst du hierher? So, da bleibst du jetzt bitte stehen.
ich möchte gerne von dir weg. Kommst du mal kurz mit? Setz dich mal hier hin, damit ich sehen kann. Bleib mal bitte da. Bleib da. Du sollst da bleiben, sag mal. Das glaube ich sogar gleich. Jetzt blockiert ihr mir einfach den... Wow. Das ist mein Ball. Brauche ich hier. Ich muss mal gucken, dass ich sie irgendwie aus dem Bild rauskriege. Nur kurzzeitig, wenn es sein muss. Okay, reicht auch aus. Jetzt muss ich wieder rumrennen und muss sie so positionieren, dass sie immer so stehen, dass ich halt ordentlich den Golfball treffe. Der Typ läuft einfach mal unmotiviert weiter. So. Ja. Ich muss den nur da reinkriegen, den Ball, und dann ist alles super. Also ich muss jetzt hier hinkriegen, die Jungs. Ich hab's reingeschafft. Hallo? Ja, ich retrieve den Boy ja gleich. Die müssen mich nur mal in Ruhe lassen. Da hinten muss ich lang. Ich will das jetzt nicht alles normal machen müssen. The 13th hole is in that building. Was jetzt? Employees only. Was? The most unique courses of the world. Ja, super. Oh, toll. Verbrannt oder was? Gab es einen Zombie-Ausbruch, während ich Golf gespielt habe, oder was ist hier passiert? Toll. Da will ich nicht lang. Is loading. Wie soll das 13. hier drin sein? Find the ball. Stay in the light.
find the temple. What? I'm not holding a club. Achso. Current shot is 10, okay. Okay, ich werde langsam aber sicher wahnsinnig, wenn ich hier stehen bleibe. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, jetzt habe ich sehr viele Hindernisse hier stehen. Ist das der Tempel da hinten? Okay. Was auch immer die für ein Problem haben, es ist auf jeden Fall gravierend. Das brauche ich. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich sehr weit weg von meinem Ball. Find and pop the blister. So. Okay, das müssen wir. Wir müssen auf jeden Fall das mit dem. Oh Gott. Ja, ich bin gespannt. So. Sollen das jetzt aber machen? Was? Willst du mich verarschen? Hätte ich das die ganze Zeit schon haben können, oder was? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh Gott, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich hätte einfach auch nur auf Rechtsklick. Hier stand ja so viel Zeug drin und da oben steht Right Click to see Guide and Adjust Trajectory for the Driver Club. Ich, ja. Gut. Mach nochmal ein bisschen. Kann ich das dann lenken oder wie? Ah ja, okay. Das funktioniert zwar nicht. Ja, das mache ich nochmal mit dem hier. Noch ein bisschen ran. So, das sollte jetzt eigentlich passen, oder? Boah, das hätte ich die ganze Zeit schon haben können. Das ist dumm. Das ist wirklich, wirklich dumm.
So. Das hat jetzt funktioniert. Kill the tree. Kill the tree? Oh nein, okay. Ich, ja, aber. Wir müssen dann. Nee, warte mal. Nehmen wir mal mit. Das. Hätte mir so geholfen, wenn ich das einfach vorher gemacht hätte. Denn genau gewusst hätte, wo der Ball hingeht. Ah ja. Besser spät als nie. Alter. Nochmal, weil es so schön war. Und jetzt müssen wir den Baum töten. Okay. Nichts leichter als das. Ja, also das hätte jetzt besser funktionieren können. Muss ich mal jetzt so sagen. Wow, also man kann es auch unnötig sich erschweren. So, jetzt sollte aber langsam mal irgendwie hier. Aha, okay. Gut, der Baum ist tot. Ja. Warum sollten wir den Baum töten? Was? Was war das? Ich kann einen Gott nicht töten? Ja, pff, ich wollte eigentlich auch nur Golf spielen, also. Muss jetzt nicht unbedingt. Find the ball. Das soll so sein. Ich steck fest. Stay in the light, find the temple. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann haben wir. Es ist, wie gesagt, so gut, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Der ist weit weg. Der war ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Ich glaube, der war ein bisschen zu gut geschossen. Komm, nimm mit. Jetzt müssen wir mal irgendwann aufhören, uns hier. Ich muss weg von dieser Wand. Kann ich ja dagegen schießen und dann. Wo ist er hin? Da ist er. Geräusche.
Wow. Ich würde gerne mal wissen, muss ich jetzt mit dem schon wieder kämpfen oder kann ich das jetzt auch mal so hier probieren? Man kann ja jetzt ja so justieren. Bäm. Gott sei Dank habe ich rausgefunden, dass man das mit diesem... Hätte ich das die ganze Zeit schon machen können? Ist jetzt euer... Ist nicht euer Ernst, oder? Ich hätte es mir so einfach machen können, stellenweise. So ein Mist. Ich hätte die ganze Zeit hier loswerden können. Da noch einer oder war es das? Bin gerade so ein bisschen im Panikmodus. Höre ich was oder? Na komm. Lauf, 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 lauf. Ist da noch irgendwo einer? Boah, Gott sei Dank habe ich das... Ich hab's mir so schwer gemacht, so unnötig. Oh nein, ich hab mal eben... Wieder eine Blister irgendwo. Mist. Gut, ich habe schon wieder eine Blister, die ich finden muss. Eieiei. So. Stehe ich jetzt mal hier hin. Wo ist die Blister? Wo ist die Blister? Witzig. Ah, das habe ich genau gesehen, wie du dich bewegt hast. Ich höre halt auch nichts, ne? Also. Da ist der Tempel und da leuchtet es rot, aber es könnte auch das Licht sein. Echt jetzt der Busch? Alter. Kam ich von da? Was ist denn da hinten eigentlich? Was ist hier? Ach, die ist da hinten. Irgendwo da hinten muss ich jetzt lang. Bäume, überall Bäume. Mein Gott. Da ist wieder ein Busch. Gut. Ich habe sie irgendwo gesehen. Da hinten ist sie.
So, das mache ich jetzt ganz langsam. Langsam. So. Na komm. Okay, das war jetzt nicht so richtig. Stopp, 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 bleib da liegen, bleib da liegen, bleib da liegen, bleib da liegen. So. Bleib da liegen. Gut, jetzt muss ich wieder zurück. Wusste, dass ich ihn jetzt killen will? Oh, Alter, wo muss ich jetzt wieder hin? Bin auf dem richtigen Weg, oder? Oh Gott, das war zu weit. Das war definitiv zu weit. Wow. Ja, komm mal her. Ich wurde jetzt ausgewichen. Wo ist mein Ball? Jetzt der Ball. Der weicht immer aus, der Penner. Wo ist der Ball jetzt hin? Da ist ein. Gut, wenn er zu weit weg ist, dann hätte ich ihn nicht treffen können. So, wo habe ich jetzt eigentlich meine Tasche hingepackt? Das kriege ich auch so hin. I need my putter. Das hast du doch nicht.
Gott, wo habe ich jetzt meinen Putter gelassen? Das ist böse. Meine Tasche verloren. Boah, Gott sei Dank habe ich noch ungefähr gewusst, wo es war. So. Es ist aber so gut gemacht, wirklich. Ja, sehr gut. Na super. Ich glaube, das brauche ich wahrscheinlich, oder? Can I use these rocks? Oh mein Gott, was war das denn? Muss ich da oben hinschießen, oder was? Wow. Wow, okay. Das war jetzt irgendwie ein bisschen... wenig. Ah, okay. Das heißt, ich kann mit den Steinen... Der mit seinen Fettgriffeln immer. So, ich versuche mal alles mögliche da runter zu schießen. So, ich bleibe jetzt einfach beim Baum. Kann er mir nix. Oder? Kann ich mich nämlich viel schneller drehen und habe viel schneller die Sache hier im Überblick. Blöd. Hab dich gleich. Warte. Ja, passt. So, da vielleicht. Nein. Da bist du. Da ist er. Ich muss erstmal gucken, ob ich ein paar Sachen hier runterkriege wahrscheinlich, um mich vorzubereiten. Die sind ja nicht umsonst da oben drin, oder? Das ist die Hand wieder. Passt. Bin ich jetzt vorbereitet? Da ist wieder seine Hand. Ob ich noch was aus dem... Ich hätte das... Also hier spätestens hier hätte ich rausfinden müssen, was ich mit dem Golfschläger machen kann, aber ich glaube, ich wäre gar nicht so weit gekommen. Vergiss es. Niemals. Wahrscheinlich dumm und dämlich geärgert und hätte mich die ganze Zeit gewundert, warum ich nicht weiterkomme. So, wo ist er jetzt wieder? Ja. War da? Okay. Was? Oh Gott, oh Gott. Drivetime Radio. Na, schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht. Hand? 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 Handarbeit? Okay, gut. Das wird jetzt so ein Ding hier, oder? Oh Gott, ich hab ihn.
Er ist immer noch da. Hand. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh, das ist ja kaum. Aber er bleibt echt lang da. Man muss ihn halt nur finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo ist er jetzt? Nicht, da ist er. Mist. Hand. Danke. Wo ist er? Schwierig. Okay, man hat aber genug Zeit. Wahrscheinlich, um dann in der Phase sich die Bälle zurückzuholen. Also. Daneben. Hand. Mir gehen langsam die Bälle aus. Wo ist er? Ben ist er. Das ist zu weit weg. Hand. Das ist jetzt echt gar nicht mal so leicht hier gerade. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Den Ball hätte ich. Ich hab nur nichts, wo ich ihn aufschießen kann. Alles gut, nix. Gar nicht mal so einfach gerade. Runterholen. Ja, doch geht. Okay, ich habe irgendwie getroffen. Ja. Where am I? Vor dem Golfkurs bist du. That's my car, I should go. Mein Car? Ne, wo ist mein Car jetzt? Er hat doch gerade erst draufgeschaut. Bestimmtes Ding hier. Das jetzt hier mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto?
Over here, the ground is dead. Dry and crispy like the thing in my head. My life is not what I imagined. My life is not what I imagined. What if you could find that green? In all you have to do is come with me. Come with me. Green grass awaits you. It's the answer to your problems if you. Greener Grass Awaits, a game by Yatoim Top. Total 0, par 45, return to main menu. If you enjoyed the game, please consider donating. Golf is loading. Also, wow. Ich war stellenweise ein bisschen irritiert, als wir dann gejagt wurden. Aber als ich jetzt rausgefunden habe, dass man die mit dem Golfball kaputt hauen kann, was einem ja im Game nicht gesagt wurde. Es wurde nur gesagt, guck nicht hin oder starr nicht zu lang und versuch sie zu positionieren. Aber keiner hat mir gesagt, nimm den Golfball, geh auf Anschlag und hau ihn den Kopf weg. Aber ja, das Game war auf jeden Fall super, total weird, aber der Soundtrack war cool. Auch die Grafik und der Artstyle an sich waren ziemlich, ziemlich cool. Ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper, wenn ihr mögt. Und wenn ihr selber mal Golf spielen wollt, bei Greener Grass Awaits, Link ist in der Beschreibung und da könnt ihr euch das Game runterladen und selbst mal ausprobieren. Und ja, ich werde mal schauen, ob der noch ein paar mehr Sachen gemacht hat, der Entwickler, oder ob das jetzt der einzige Titel ist. Auf jeden Fall war das wirklich sehr, sehr cool. Und wir ja, sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.